Ich bin Emiş Gürbüz, die Mutter des kaltblütig ermordeten Sedat Gürbüz. Ich bedanke mich allen, die hier sind. Es ist mir wichtig, dass ihr alle da seid, weil das gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Wir brauchen eure Unterstützung, weil wir gemeinsam einen sehr langen Weg vor uns haben. Heute ist der 1078. Tag ohne mein Kind. Ich zähle jeden Tag seit dem 19. Februar diese schwarze Nacht. Der Friedhof ist meine Wohnung geworden. Ich rede immer mit Sedat. Sedat ist heute Montag. Sedat, es ist jetzt Herbst. Ich sage ihm, welches Datum ist und wie viele Tage ich ohne ihn. Manchmal streite ich mit ihm, weil er gegangen ist und mich allein gelassen hat. Mein Schmerz ist sehr, sehr groß und wird immer größer, immer mehr. Ich weiß, dass niemand diesen Schmerz verstehen kann. Nur diejenigen können mich verstehen, die denselben Schmerz erlebt haben. Wir sind hier wegen unserer Ausstellung. Ich rufe euch alle auf diese Ausstellung anzusehen. Da drin könnt ihr alles sehen, hören, mitbekommen, was in dieser schwarzen Nacht alles schiefgegangen ist. Hier ist die Wahrheit. Wie ich gesagt habe, es ist von Anfang an geplant. Polizei und Behörden haben versagt. Und die lügen immer noch. Sie sind gekommen, aber sie haben nichts gemacht. Versprechen nicht gehalten. Auch Kaminski, der Oberbürgermeister von Hanau, hat sein Versprechen nicht gehalten. Es gibt immer noch kein Denkmal auf dem Marktplatz in Hanau. Alle, die Verantwortung für Aufklärung tragen müssten, sind entweder befördert, versetzt oder wie Polizeipräsident Ullmann in den Ruhestand geschickt worden. Dieser herzlose, gefühllose, eiskalte Mann Bouffier ist weg. Auch Innenminister Beuth wird weggehen. Aber niemand hat Fehler zugegeben. Wir fordern Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Wenn wir das nicht erreichen, dann passieren immer wieder solche Morde und Anschläge. In Hanau stand überall, die Opfer waren keine Fremden. Aber ich sage, sie waren doch Fremde. Wo sind denn hier Menschenrechte? Wenn es Menschenrechte für alle geben würde, dann wären unsere Kinder noch am Leben. Sedat, Gökhan, Willi, Fatih, Kaloyan, Mercedes, Ferhat, Hamza, Said Nessa. Sedat war meine Sonne. Die Sonne bleibt immer gleich, auch wenn sie verschieden aussieht. Sie ist morgens groß und rot, mittags klein und gelb. Sie verschwindet hinter den Wolken und wir können ganz sicher sein, sie ist immer da. Und nachts ist sie regelmäßig nicht zu sehen. Aber wir wissen ganz sicher, dass sie wiederkehrt. Im Sommer erscheint sie ganz nah und im Winter weit weg. Sie verändert ihr Licht im Wandel der Jahreszeiten. Sedat ist meine Sonne. Danke.